Dann geht es jetzt richtig los. Und ich übergebe eigentlich das Wort und das Platzkommando hier an Christian Müller von der Myko, weil er versteht davon einiges mehr und ist der Fachmann, der sie heute Morgen unterstützt, um den Baum auch fachgerecht zu setzen, damit er die nächsten 10, 20, 30 Jahre möglichst lang schön da steht und wächst und die Wurzeln schon, wie sie es hoffentlich auch haben können, hier in ihrer neuen Heimat in der Schweiz. Na, die gut ernährte separat. Das ist nur, damit wir uns nicht verlieren. Finger raus aus dem Sack. Im Laufe der Zeit und durch das großartige Engagement der Mintegra bekam das Projekt immer mehr Zulauf. In den Arbeitstreffen haben wir mit viel Freude und mit kompetenten Fachleuten das Projekt in die Hände genommen. Wir empfinden diesen feierlichen Anlass als eine große Wertschätzung. Als Ergebnis der letzten Monate stehen wir heute hier mit 20 Bäumen, die als Dank für die freundliche Aufnahme und als Zeichen der Verbundenheit der Buxer Bevölkerung geschenkt werden. Der Baum von der Mintegra steht stellvertretend für alle anderen Nationen, die hier Wurzeln schlagen haben, werden. Ja. Das wäre den Kopf von Gaddafi, oder? Ja. Und ich bin Sarkozy. Mir gefällt dieses Bild der verschiedenen Bäume und der verschiedenen Menschen. In unserem menschlichen Zusammenleben dürfen, anders als bei den Bäumen, nicht die gegenseitige Konkurrenz und Bekämpfung überwiegen, sondern der Wille zum respektvollen Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Für mich heißt das aber nicht, dass sich alle Migrantinnen und Migranten assimilieren müssen. Assimilieren im Sinne von die eigene Identität vollständig aufgeben und noch bessere Schweizer werden als diejenigen, die meinen, die richtigen Schweizer zu repräsentieren. Meine Forderung an die Migrantinnen und Migranten heißt Integration. Integration in dem Sinne, dass sie und ihre Angehörigen in der Schweiz ein persönliches Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, zu unserer Gesellschaft, zu unserer Kultur, zu unserem rechtlichen und politischen System. Dieses Zugehörigkeitsgefühl und die Kenntnis und auch etwas Verinnerlichung unseres kulturspezifischen Lebens ermöglicht auch Ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in der Schweiz. Eines Tages, wenn diese Bäume Wurzeln schlagen, werden sie anfangen zu wachsen und zu blühen. Sie werden Schatten spenden, wohl riechen. Sie werden schön und stark sein. Genau so ist mit den Menschen. Sie wachsen hier auf. Sie schließen neue Freundschaften. Sie pflegen den Austausch mit anderen Kulturen. Weil diese Nationen zusammenleben und zusammenwachsen können, entsteht etwas Schönes. Menschen aus 20 verschiedenen Nationen wollen der Gemeinde Buchs etwas zurückgeben, wollen ihren Dank für die Aufnahme in der Gemeinde ausdrücken. Aus der anfänglichen Idee ist ein Projekt entstanden. Mit den verschiedenen Bäumen, die etwas aus der jeweiligen Heimat der Leute verkörpern, soll dieses Wurzelschlagen und Wachsen symbolisiert werden.
Die unterschiedlichsten Bäume sind heute gepflanzt worden. Die Allee der Nationen soll aufzeigen, wie aus dieser Verschiedenheit etwas Neues, Gemeinsames entstehen kann. Ich freue mich sehr, dass es in Buchs möglich geworden ist, diesen Weg zu schaffen. Ich hoffe, dass die vielen Fußgänger und Velofahrer, die diesen Weg täglich benutzen, etwas von dieser Idee weitertragen. Allen Beteiligten, allen voran den beteiligten Nationen, die für dieses Projekt eingestanden sind, danke ich von ganzem Herzen für Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung.